liebe Freunde der Groß- und Kleinbahn. Ja, wir sind heute bei Teil 5 des Projektes Hirschberg. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir beginnen mit einem Abschnitt, den wir vom Vorbesitzer des Bahnhofs schon quasi geerbt haben. Und zwar dieser Grasfläche. Die Begrasung an sich ist an sich nicht schlecht. Also hier wurde dann doch so ein bisschen mit Leim gespielt und nicht so alles, naja, so golfrasenmäßig aufgetragen, sondern die Fläche ist schon nicht schlecht strukturiert. Das Problem hier ist aber die Farbe. Hier wurde also ein, na, nennen wir es mal flammendes Grün. Also sie ist nicht optimal, die Farbe. Na, also hier hätte dann doch ein bisschen gemischt werden müssen und auch farblich so ein bisschen Abwechslung reingemusst. Und so haben wir uns beschlossen, das dann, naja, ein bisschen zu verändern. Dieses Verändern sah eben so aus, dass wir zum Teil die Fasern quasi abgebrochen haben. Also der Leim hat nicht so sonderlich gut gehalten und teilweise auch abrasiert haben. Und dann sollten sozusagen die anderen Fasern, die helleren, dazwischen. Wie wir hier sehen, hat das also eher so semi-optimal geklappt. Es sieht einfach ein bisschen merkwürdig aus. Normalerweise macht man die Fasern ja übereinander, um dann so, naja, wie so eine Art Buschwerk aufzubauen. Aber hier sind das irgendwelche komischen Knäuel geworden. Die habe ich dann mit dem Stechspeitel runter gemacht. Dabei natürlich auch ein Teil der Geländedecke auch mit abgemacht. Teilweise ist sozusagen die blanke Erde auch durchgekommen, weil die auch nicht so richtig durchnässt war mit dem Leim. Also da waren also Schichten, die sind trocken geblieben, deshalb platzt dann so dieser Bodengrund auseinander. Ja, und selbst das Rasieren ging hier nicht. Also das war, da war nichts mehr zu wollen. Also wir werden hier wahrscheinlich die Geländedecke komplett abreißen und komplett neu machen. Das gilt dann auch für die anderen Flächen, die wir dann noch haben. Das ist ja nur eine von vier. Ja, dann haben wir hier nochmal den vorläufigen Endzustand. Da werden es wahrscheinlich noch komplett entfernen. Ja, das ist die Fläche, die ich das letzte Mal gemacht habe. Die ist also hier komplett abgesaugt und hat jetzt der weiteren Verarbeitung. Ja, also auch das, was wir da vorne von der Fläche dann runtergeholt haben. Den Schnellzug kommen wir dann gleich noch. Der hier, also die Schnellzugfahren, die aufgestellt sind. Ja, beim Schnellzug haben wir das Thema, was passiert sonst noch so nebenher, neben meiner Begraserei. Ich möchte es ja jetzt auch für euch nicht so eintönig machen, dass ich dann quasi immer die gleichen Szenen des Begrasens zeige. Beim Schnellzug, ich weiß nicht, ob ich es in einem Video schon mal angedeutet hatte, das sind also Wagen, die zum Teil bei mir schon vorhanden waren, also die Rocco-Hechtwagen aus Set, die lagen viele Jahre bei mir ungenutzt herum und die sollen jetzt für den Fremo fit gemacht und sind also mit einigen anderen Wagen, wie die drei hier vorn, ergänzt worden. Ja, damit die für den Fremo einsetzbar sind, müssen sie A, vernünftige Räder haben und B, auch eine vernünftige Farbe. Im Moment sind es 12 Wagen, es kommen noch 4 dazu, die im Moment noch die falsche Farbe haben. Die müssen noch umlackiert und neu beschriftet werden und dann wird da auch was an den Rädern getan. Die werden natürlich nicht alle zusammenfahren, sondern das ist jeweils für verschiedene Aufgaben verschiedene Züge. Hier sind wir dann beim Abdrehen. Es gibt ja also einen speziellen Drehstall für die RP25 Räder. Wenn man also so ein NEM-Rad setzt, dann auf RP25 runterdrehen kann. Die Szene, wie er dann den Radsatz mit der Feile und mit dem Glaspinsel nachbearbeitet hat, hat er mich gebeten, es nicht zu zeigen, weil es aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen nicht so ganz toll ist. Ja,
Ja, dieser Zug wird also dann auch hier in diesem Bahnhof verkehren. Dafür ist er gemacht. Wir sind ja hier schließlich auf einer Hauptstrecke. Naja, und dann haben wir im vorderen Bereich dann noch die Arbeiten, dass wir hier haben wir ja im Moment bloß die erste Grasschicht drauf. Es kommt jetzt noch die zweite, das sind die etwas dunkleren Fasern. Und da werden dann hier so ein paar einzelne Leimpunkte wieder gesetzt, wo dann drauf begrast wird. Ja, das Video wird heute etwas kürzer ausfallen. Ja, weil ich muss euch ja nicht immer so mit ewig langen Videos befeuern. Ich werde dann über den, sozusagen den nächsten Bauabschnitt wird dann im Teil 6 berichtet, weil es glaube ich besser ist, kleinere Videos zu machen, weil die dann die Wahrscheinlichkeit auch höher ist, dass sie dann bis zum Ende angesehen werden. Ja, also ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Meine Videos sind sowieso meistens eh zu lang. Na, das ist eben, man will ja die Themen transportieren. Und naja, dann dauert es eben manchmal etwas länger. Ja, zurück zum Begrasen. Wie man hier sieht, ich habe also unter den Leimflaschen immer ein Datum stehen, dass ich also sozusagen immer die älteste erwische. Na, und dann, wenn die alle ist, gibt es dann eine neue. Ich werde aber jetzt mit Leim in Zukunft, ich habe da mich gestern, habe ich da mal ein paar Videos gesehen, ich werde in Zukunft mal ein paar Experimente machen, die nicht am Begraser liegen, der hat also genug Leistung, sondern wo es in, naja, es ist eben nicht so optimal läuft. Vor allem ist mir aufgefallen, dass in diesem Teil des Bahnhofes das Begrasen irgendwie leichter fällt. Also die Fasern, die stehen einfach besser als in dem anderen Teil. Und da das mit dem Leim, den ich hier verwende, sowieso immer ein bisschen grenzwertig ist, ich habe mir da ja von anderen immer so ein bisschen Kritik eingefangen, müssen wir einfach mal Alternativen ausprobieren, ob es dann besser läuft. Na, also hier gehe ich drüber, ich muss nicht klopfen, ich muss nichts, da gehe ich zweimal drüber und die Fasern stehen so, wie sie sollen. Und in dem anderen Bereich, da ist, gestaltet sich das also eher schwierig. Das könnte damit zusammenhängen, dass der Untergrund anders ist. Also das war eben auch in den Videos jetzt zu sehen, dass dann also da auch verschiedene Erfahrungen von verschiedenen Leuten eingeflossen sind. Dass also zum Beispiel Styrodur als Untergrund, das leitet irgendwie, funktioniert das irgendwie besser, warum auch immer, weil das ist ja eigentlich ein Stoff, der isoliert. Also das ist so eine Sache, die sich mir nicht so ganz erschließt, so rein elektrostatisch, aber naja, man muss ja immer mal, man muss da immer mal probieren. Ja, und vor allem muss man sich auch weiterentwickeln und nicht bei seiner Methode stehen bleiben, sondern sich neuen, also immer öffnen und dann natürlich auch die Erfahrung der anderen Modellbahner, wenn es sind YouTuber, eben da mit einzubeziehen. Was da konkret passieren wird, das werden wir dann mal sehen. Na, ja, ich habe das Video jetzt, also die Aufnahmen mit dem Begrasen und hier des Absägens, jetzt mal heute mal nicht beschleunigt. Das ist also die Originalgeschwindigkeit. Und wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch trotz der Kürze Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und macht was draus.